Es dauert nur noch weniger als 2 Wochen, bis wir die neue Zusammenwachsen-Erweiterung endlich spielen können. Zu diesem Anlass haben die Sims-Entwickler einen großen Livestream gestartet, in dem detailliert auf die neuen Features eingegangen wurde. Was genau mit diesem Pack für Inhalte kommen werden und wie die Weltenkarte von Sun Sequoia aussieht, erfahrt ihr in diesem Video. Der Livestream vom Samstag war in 2 Teile gegliedert. Im ersten Abschnitt des Streams ging es mehr um das neue Säuglings-Update. Der zweite Teil widmete sich hauptsächlich der neuen Zusammenwachsen-Erweiterung, die am 16. März erscheinen wird. Überraschenderweise erhalten auch die Neugeborenen, die wir ja schon seit Anfang von The Sims 4 im Spiel haben, kleinere Überarbeitung. Diese haben nämlich ein wortwörtliches Facelift erhalten und sehen nun weniger aus wie Puppen und haben jetzt mehr verschiedene Hautfarben. Außerdem ist bei diesen ab sofort die richtige Augenfarbe sichtbar. Vorher hatten alle Neugeborenen eine Hautfarbe die genau gleichen Augen. Wenn man mit den Kleinen interagiert, müssen die Sims nun nicht mehr nach jeder Interaktion das Neugeborene in die Wiege legen. Die Animationen sind damit ein bisschen glatter. Kleinkinder und Kinder haben eine neue Interaktion namens Bespaßen. Und die Babys reagieren jetzt ebenfalls darauf, wenn man sie im Regen oder Gewitter stehen lässt. Die Kleinen können jetzt ebenfalls mit eigenen Stramplern ausgestattet werden. Im Livestream gab es hier eine nette Auswahl an verschiedenen Farbvariationen und Mustern. Weiter sollen die Babys sich auch ein wenig mehr voneinander unterscheiden. Manche von ihnen schreien ein bisschen mehr herum. Andere sind auch ohne die ständige Aufmerksamkeit zufrieden. Außerdem wurde die Altersspanne dieser Altersstufe etwas kürzer und die der Säuglinge und Kleinkinder im Gegensatz dazu länger gemacht. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr auch in Zukunft über die Sims auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Damit unterstützt ihr mich wirklich sehr. Jetzt aber weiter zu den neuen Säuglingen. Mit diesen zusammen kommen viele neue Möbel und Objekte, die essentiell fürs Großwerden der neuen Altersstufe sind. So gibt es eine neue Lampe, Teppiche, kleinere Deko-Objekte und auch eine neue Babywiege ist mit dabei. Diese 3 neuen Spielzeuge haben ebenfalls eigene neue Soundeffekte. Dieser Babyzaun steht im Baumodus bereit, mit dem ihr eure Säuglinge auch vor Bereichen aussperren könnt, die sie nicht betreten sollen. Es gibt ebenfalls Wiegen, die sich in Kleinkinderbetten upgraden lassen, damit sie mit eurem Sims mitwachsen können. Jetzt aber ein wenig mehr zum neuen Gameplay. Hier haben die Entwickler darauf geachtet, dass auch mit anderen Packs neues Gameplay bereitsteht. Ab sofort können eure Sims eine Leihmutterschaft eingehen und ein Science Baby, wie es im Englischen heißt, bekommen. Das kostet 1200 Simoleons. Eure Sims können dies entweder mit einem Partner, egal welchen Geschlechts- und Beziehungsbalken, eingehen oder auch alleine auf diese Art ein Kind bekommen. Die Säuglinge haben insgesamt 6 verschiedene Merkmale, die ihr hier seht. Ruhig, fröhlich, bewegungsfreudig, kompliziert, sensibel oder ängstlich. Hier im Hintergrund seht ihr ein paar der neuen Klamotten für die Kleinen. Diese sind total niedlich und für jeden Anlass sollte etwas dabei sein. Die Säuglinge haben keine Badekleidung, das wäre vermutlich auch ganz schön gefährlich. Dafür sind aber auch ein paar wärmere und Klamotten für kältere Jahreszeiten dabei. Hier seht ihr auch nochmal ein paar der neuen Hautdetails, welche per kostenloses Update für Kleinkinder, Kinder und auch erwachsene Sims implementiert werden. Die kleinen Racker haben wie in echt ständig Hunger, der natürlich schnellstmöglich gestillt werden muss. Hierzu könnt ihr aus verschiedenen Arten von Nahrung wählen. Wie in echt schmeckt nicht jedem Säugling alles. Und diese müssen sich ebenfalls an die verschiedenen Breie, Porridges und Humus, die es zu essen gibt, gewöhnen. Falls ihr den Säugling aber lieber mit der Brust füttert, könnt ihr das nun auch genau einstellen. Schaut euch diese niedlichen Animationen beim Füttern an. Wenn die Säuglinge vom ganzen Herumtollen langsam müde geworden sind, können die Babybetten mit einem Mobile ausgestattet werden. Dieses sollte den Einschlafprozess deutlich beschleunigen. Jetzt aber mehr zur neuen Zusammenwachsen-Erweiterung. Hier haben die Entwickler erste Einblicke in den Ersteller einen Sim-Modus und die damit verbundenen neuen Objekte gewährt. Die Klamotten sind wie zu erwarten natürlich ganz schön familienfreundlich und praktisch, also eher traditioneller als super modern. Im Hintergrund seht ihr eine kleine Auswahl von neuen Hosen, Röcken, Frisuren und mehr. Ein besonderes Highlight ist wahrscheinlich dieses Kopftuch, welches wir so in der Art auch noch nicht im Spiel hatten. Die Entwickler haben ebenfalls die Benutzeroberfläche der Beziehung im Cast gezeigt, mit der man genau einstellen kann, wie genau die Beziehung zwischen den einzelnen Sims aussehen soll. Sind diese eher Spaßvögel oder vielleicht distanziert? All das lässt sich hier für jeden Sim einzeln einstellen. Bei den Vorlieben und Abneigungen lässt sich hier aus 2 neuen Kategorien wählen.
Eigenschaften bei anderen Sims und Gesprächsthemen. Wie genau kommt euer Sim mit anderen klar, die eher ambitionslos oder vielleicht egoistisch sind? Vertragen sie sich mit Sims, die eher aus dem Bauchgefühl heraus handeln oder optimistisch bzw. pessimistisch sind? Hier stehen insgesamt 18 Optionen für Sims-Charakteristiken bereit und 16 bei den Gesprächsthemen. Diese bestimmen ebenfalls, wie gut sich die Sims mit anderen verstehen oder wie das Gespräch läuft. Wenn beide Sims gerne herumblödeln oder Smalltalk mögen, wird das Gespräch besser funktionieren, als wenn nur ein Sim auf stumpfen Humor oder tiefsinnige Geschichten abfährt. Hier seht ihr die neuen 4 Kinderbestreben. Diese sind Pyjama Party Löwe, Geist und Körper, Spielführer und kreatives Genie. Ganz kurz bevor es weitergeht, schaut doch mal bei Instant Gaming vorbei, welche das Pack für nur 33,90 € anbieten. Ich habe das Pack hier ebenfalls schon vorbestellt, den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. Danke für eure Unterstützung. Das wird wahrscheinlich extrem viele von euch interessieren. Endlich kennen wir nämlich auch die Weltenkarte von Sunset Sequoia. Diese beinhaltet insgesamt 12 Grundstücke, welche auf 3 verschiedene Nachbarschaften aufgeteilt wurden. Wenn ihr gerne im Baumodus unterwegs seid, habe ich hier ebenfalls eine Übersicht aller Grundstücksgrößen von Madnetic für euch. Hier ist unter anderem auch ein riesiges 64x64 Kästchen großes Grundstück mit dabei. Die Entwickler haben weiter ein paar Szenen aus Sunset Sequoia gezeigt, die ihr hier im Hintergrund seht. Das Städtchen ist sehr grün, hat aber auch Elemente einer Großstadt mit drin. Es gibt wieder einen kleinen Hafen, den man auch betreten kann. Mit den Booten lässt sich aber wie zu erwarten war nicht interagieren. Die Gebäude in der Welt wurden wieder von verschiedenen Gamechangern gebaut, unter anderem war Lil Simsy am Bau mancher der Grundstücke beteiligt. Das neue Kino ist interagierbar, in diesen kann man aber leider nicht hineinsehen, die Sims verschwinden einfach im Nichts und man wird vom eigentlichen Filmgeschehen ausgesperrt. Ein weiterer neuer Aspekt dieses Packs sind Sims, die jetzt zufällig vorbeikommen und über Nacht bleiben. Eure Sims werden angerufen und ihr könnt entscheiden, ob sie vorbeischauen dürfen oder nicht. Diese haben auch einen eigenen Koffer dabei, mit dem ihr interagieren könnt. Wenn ihr kein Bett in eurem Haus habt, benutzen die Sims ihren mitgebrachten Schlafsack. Wenn die Übernachtung länger geht, wird dies ebenfalls in eurem Kalender angezeigt. Die Sims, die zu Besuch kommen, haben eigene Interaktionsmöglichkeiten, welche mit kleinen Story-Elementen verwoben wurden. Falls ihr nicht so auf spontane Besuche abfahrt und sowas lieber planen möchtet, ist das mit dem Pack ebenfalls möglich. Alle Säuglinge und Kleinkinder haben jetzt 18 sogenannte Marotten, von denen jedes insgesamt 3 entdecken kann. Diese tauchen manchmal ganz zufällig auf und beeinflussen die Emotionen, Interaktionen und die Erziehung eurer Sims. Und ein weiterer Aspekt dieses Packs, welcher schon vorher im Gameplay-Trailer vorgestellt wurde, sind die neuen Meilensteine. Diese sind wichtig für das Leben eurer Sims und stellen besondere Momente und Errungenschaften eurer Sims dar. Diese gehen bei den Säuglingen los und sind in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Grobmotorik, also beispielsweise wenn sich die Sims auf den Rücken bzw. Bauch rollen können, den Kopf heben oder sich hinsetzen. Dann Feinmotorik, Dinge, die die Säuglinge zum ersten Mal machen oder Soziales. Jede Altersstufe hat natürlich hier eigene Kategorien und damit verbundene Meilensteine. Diese werden ebenfalls in einer neuen Benutzeroberfläche dargestellt. Die Meilensteine sind ebenfalls mit spezifischen Orten verknüpft. Wenn eure Sims in der eigenen Küche mal ein großes Feuer hatten, erinnern sie sich beim Kochen, wenn sie älter sind, daran und fühlen sich dann dementsprechend unwohl. Dieses Feature soll die Sims insgesamt individueller machen und man weiß am Ende, bevor ein Sim stirbt, genau, was er in seinem Leben so durchgemacht hat. Mit diesem Pack erhält ebenfalls die Midlife Crisis Einzug ins Spiel. Die Sims können insgesamt 4 verschiedene Lebenskrisen haben, die, wenn sie passieren, im Bestrebenmenü eurer Sims dargestellt werden. Ihr müsst einige Aufgaben abarbeiten, um den Ängsten eurer Sims, in dem Fall die Angst, etwas verpasst zu haben, gegenzusteuern. Eure Sims haben jetzt ebenfalls Konkurrenten, mit denen sie Rivalitäten im Beruf haben. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Wenn eure Sims arbeiten, gibt es jetzt neue Interaktionsmöglichkeiten. Oder ihr versucht, die Person einzuladen und klärt diese Rivalität so mit dem anderen Sim. Ihr müsst jetzt ebenfalls aufpassen, dass eure Sims nicht so oft das Gleiche tun, da sie dadurch an einem Burnout leiden können. Wenn sie zu viel arbeiten, ist es wichtig, dass sie sich davon ablenken und beispielsweise kreativeren Fähigkeiten nachgehen. Es ist jetzt also nicht mehr so leicht möglich, 10-mal hintereinander die gleiche Interaktion auszuwählen, um möglichst schnell das Fähigkeitenlevel eurer Sims auf 100% zu peitschen. Kinder haben jetzt ebenfalls eine neue Differenzierung ihrer Fähigkeiten. Kinderfähigkeiten wie Motorik, Kreativität oder Charisma lernen diese nämlich deutlich schneller als andere, so wie es im echten Leben ebenfalls der Fall ist.
Apropos Kinder, diese können ab sofort am Basteltisch kleine Freundschaftsbändchen herstellen und diese mit anderen tauschen. Für alle, denen das Interaktionsmenü mittlerweile zu unübersichtlich geworden ist, gibt es gute Neuigkeiten. Dieses hat nämlich eine komplette Neukategorisierung erhalten. Alle Interaktionen in einer Kategorie wurden nun neu gruppiert. Ebenfalls wird über dem Kopf eurer Sims, über dem Fortschrittsbalken jetzt detailliert dargestellt, welche Fähigkeiten sie gerade genau erlernen. Und zu guter Letzt gibt es drei neue gesellschaftliche Ereignisse: Übernachtungspartys, eine Babyparty und Familientreffen. Als Belohnung für das Treffen mit der Familie könnt ihr eure Bilder in diesen besonderen neuen Bilderrahmen hängen. Die Entwickler haben noch so viel mehr neue kleine coole Details wie die neuen Baumhäuser, auf denen man auch Objekte aus dem Baumodus platzieren kann, gezeigt. Diese würden aber den Rahmen dieses Videos sprengen. Falls ihr euch den Stream ganz ansehen möchtet, findet ihr diesen auch nochmal in der Beschreibung. Hier könnt ihr auch zusammenwachsen, günstig bei Instant Gaming vorbestellen. Und wie ordnet ihr die neuen Inhalte ein? Überzeugt euch der gezeigte Umfang oder wartet ihr noch ab, bis wir mehr wissen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.